Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie ihr wahrscheinlich wisst, weil ihr habt es ja an dem Thumbnail des Videos schon gesehen, habe ich mir ein neues Motorrad zugelegt und mit dem bin ich jetzt unterwegs. Das ist quasi meine erste Fahrt mit dem neuen Motorrad und auch meine erste Fahrt nach meinem gebrochenen Bein. Fuß, ich hatte ja eine Weber-B-Fraktur mir zugezogen, weil mir ein anderes Motorrad auf den Fuß gefallen ist. Das hat mich jetzt ziemlich genau 2 Monate außer Gefecht gesetzt. Doch jetzt darf ich wieder laufen, ich darf wieder Motorrad fahren und nutze dieses herrliche Dezember-Winterwetter hier. Wir haben so ein bisschen Sonne, die Straßen sind so ein bisschen feucht, aber zum Teil auch trocken, aber muss aufpassen, sind um die 0 Grad, es ist echt kalt. Ich habe mir so ziemlich alles hier angezogen von Held, was ich so habe, und das ist auch ganz okay. Ja, aber jetzt kommen wir erstmal zu meinem neuen Motorrad und das zeige ich euch jetzt. Ihr habt gesehen, es ist ein kleines Bike, eine Benelli TNT 125, so ein kleines Mini-Motorrad. Ich weiß gar nicht genau, wie man diese Klasse nennen soll. Es ist halt eine 125er, quasi eine vollwertige 125er mit, ich blende euch mal unten ein paar Daten ein, aber ich will da gar nicht so sehr drauf eingehen, weil ja, es ist halt eine 125er, da gibt es nicht viel zu erzählen. Es ist aber von der Geometrie her, das Motorrad sieht halt aus wie so ein kleingezoomtes Naked Bike. Ja, es gibt so 2, 3 Gründe, warum ich mich für die Benelli TNT 125 entschieden habe. Das ist zum einen, weil mein Arbeitgeber den Sitz quasi gewechselt hat. Also die sind jetzt umgezogen und ich habe jetzt doch einen kleinen Arbeitsweg. Der ist zwar nicht super lang, aber Laufen und Fahrradfahren scheide da für mich aus. Und ein zweites Auto möchte ich mir eigentlich nicht kaufen für diese paar Wintermonate. Und da habe ich halt überlegt, wie ich das mache, und kam dann relativ schnell drauf, dass ich mir irgendwie ein kleines Motorrad kaufe. Und hatte auf der Intercom, da hatte ich mir eigentlich zum ersten Mal die Benelli Motorräder mal genauer angeschaut. Die hatten nämlich den Stand genau gegenüber von Kawasaki gehabt und ja, hab mir die mal angeguckt. Die haben ein paar interessante Sachen, ist zwar sehr viel optisch kopiert von anderen Bikes, aber wie gesagt, ich habe mir die angeschaut und fand die Verarbeitung echt nicht schlecht für die Preise, welche Benelli für die Bikes aufruft. Das ist einfach schon richtig krass. Es ist ja eine italienische Marke, die aber irgendwann von einem chinesischen Konzern aufgekauft wurde. Die werden alle in China produziert, die Bikes, und sind aber ja, so von der Verarbeitung her echt nicht schlecht für das, was sie kosten. Also muss ich echt sagen, ist krass. Und ja, dann kam ich, habe ich mir dort auch diese kleine TNT 125 angeschaut, weil die optisch finde ich die echt ziemlich gelungen. Und ja, ich habe halt so dieses kleine Handicap jetzt mit meinem Bein auch. Ich kann zwar wieder laufen, aber ich möchte im Winter mit der Z900 durch die Gegend fahren, ist für mich ausgeschlossen, so als Daily Bike, weil ja, die mag das Salz auch nicht so gerne. Und dann habe ich ja noch die NX650 Dominator, mit der könnte man natürlich im Winter fahren, das habe ich letztes Jahr ja auch gemacht. Aber ich will die auch eigentlich nicht ganz so verheizen, so für jeden Tag, weil es ist ja einfach schon, wenn es sehr salzig ist, oh, ich weiß nicht, wird sie auch nicht besser von. Und außerdem ist sie sehr hoch und ich habe ein bisschen Schiss, wenn man doch mal sich hinlegt. Das kann halt einfach passieren, wenn es glatt ist. Ist es für mich so mit meinen 1,69? Ja, habe ich nicht so richtig Bock drauf. Und deswegen kam ich drauf, mir einfach so ein kleines Motorrad zu kaufen. Ein Roller ist für mich ausgeschieden, weil das finde ich optisch einfach fürchterlich. Habt ihr die Benelli dann so da stehen sehen und fand die echt cool.
hab mir die dann im Internet mal noch so ein bisschen angeschaut, hab so ziemlich jedes Review-Video mir auch irgendwie reingezogen, was es da so gibt in Deutsch und Englisch. Hab mir natürlich auch die Honda Chrome angeschaut und gibt noch ein, zwei andere Player, die in dem Segment mitspielen. Aber wie gesagt, es hat sich dann relativ schnell die Benelli rauskristallisiert, weil die zum einen ein ganz schön günstiger ist wie eine Chrome und trotzdem von der Verarbeitung her und von dem, was sie kann, ja, da völlig mitspielt. Die hat hier eine Voll-LED-Beleuchtung dran, was ich richtig cool finde. Die ganze Sitzergonomie ist schön und ja, das ist so der eine Grund. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund. Das ist ja auch verrückt. Ich fahre das erste Mal mit der Benelli hier eine Runde und komme direkt in eine Polizeikontrolle. Verrückt. Und ihr seid Zeuge gewesen jetzt auch von meiner überhaupt ersten Polizeikontrolle in meinem ganzen Leben. Ich wurde, seitdem ich mit 16 mit Kfz-Fahrzeugen rumfahre, noch nie angehalten. Es war das erste Mal. Und ja, wahrscheinlich dachten die hier, hier fährt irgendein Spinner mit einem kleinen Spielzeugmotorrad auf der Straße rum. Sind auch erstmal echt rumgelaufen, haben sich das angeguckt, fanden es irgendwie witzig. Die Polizisten waren auch echt super korrekt. Ich habe nämlich weder Ausweis noch Führerschein noch irgendwas dabei. Habe ich eigentlich im Sommer immer hier in meiner Beintasche von Held. Aber im Winter habe ich das ganze Zeug nämlich im Auto, weil da braucht man es eher mal. Da fährt man ja nicht so viel mit dem Motorrad durch die Gegend. Ja, aber sie waren gnädig und ich musste auch gar nichts zahlen. Also top an die Polizisten hier. Und wo waren wir jetzt? Wir waren, glaube ich, beim, warum ich mir dieses Motorrad gekauft habe. Genau, ist zum einen eben für den Arbeitsweg ist es einfach für mich super praktisch und halt günstig. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Und dann kann zum anderen meine Frau auch damit fahren, weil die einen A1-Führerschein damals mit 16 auch gemacht hat. Und meine große Tochter ist ja auch schon 13,5 ungefähr und kann auch in absehbarer Zeit, könnte sie damit auch fahren, wenn ich das Motorrad so lange habe, das weiß ich noch nicht, mal sehen. Aber die hat auf jeden Fall auch schon Bock, da mal eine Runde mit zu drehen. Ja, die ist halt von der Sitzhöhe her, ist sie nochmal niedriger wie die Z900. Und trotzdem sitzt man hier echt, muss ich sagen, für so ein kleines Teil extrem entspannt drauf. Also hier kann man auch durchaus mal ein Stück länger mitfahren. Es ist auch, glaube ich, für ein bisschen größere Menschen vom Kniewinkel her alles noch ziemlich entspannt. Der Lenker ist ein bisschen schmaler natürlich wie bei einem großen Bike, aber ist auch okay, könnte man ja auch noch tauschen. Wobei es gibt für die Benelli relativ wenige Zubehörparts. Ich weiß nicht, ob das in Zukunft noch mehr wird, aber da gibt es relativ wenig. Aber so alles in allem fühlt sich das Motorrad echt völlig okay an und ist ein echt witziges, kleines Spaßgerät. Also ich bin gespannt, was ich damit so erleben werde. Ich werde bestimmt das eine oder andere Mal auch auf den Hohe Rotzkopf mal hochfahren und so eine kleine Winterrunde hier drehen. Da nehme ich euch bestimmt auch mal mit. Und ja, ich habe hier jetzt schon mir noch so ein paar Sturzbügel, ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, in der GoPro rangebaut. Einfach falls sie mal umklatscht, dass das noch ein bisschen nicht gleich hier so spiegel- und alles abbrechmäßig ist, dass sie ein bisschen sicherer fällt. Und dann habe ich noch von Koso mir direkt eine Griffheizung rangebaut. Ist das sowieso was bei mir so essentiell wichtig ist? An allen Bikes habe ich eine Griffheizung von Koso dran. Und natürlich hier für so ein Wintermotorrad musste das auch unbedingt sein. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Ihr habt hier 7 Liter Tank. Was hier ganz cool ist, ihr könnt ja auch zu zweit fahren. Das ist auch nicht bei allen von diesen kleinen Bikes nämlich so. Ihr habt ein zulässiges Gesamtgewicht hier von um die 300 Kilogramm. Und das ist schon einfach ganz cool. Das können nämlich manch andere kleine Bikes nicht. Und so das Fahrwerk, die Federung ist wohl auch ganz okay. Ich bin noch nicht wirklich damit gefahren. Ich werde da irgendwann auch noch mal so ein kleines Pro- und Contra-Video machen, wenn ich ein bisschen mehr damit unterwegs war. Will ich jetzt noch nichts zu sagen, aber habe ich in vielen Reviews gehört. Werden wir sehen, wie sich das so auf Dauertestmäßig dann schlägt.
Ja, ist auf jeden Fall ein witziges kleines Bike. Klingt auch, muss ich sagen, ganz gut. Ich bin jetzt noch am Einfahren. Genau, ich wollte euch noch erzählen, wie ich die jetzt so gekauft habe. Ich habe geguckt, die sind echt super günstig, die Bikes. Die kostet hier neu, die TNT 125, kostet neu um die 2800 Euro. Einfach verrückt. Ist eine vollwertige 125er. Und ich habe aber auch gleichzeitig nochmal bei ein paar Gebrauchtbikes geguckt, weil ich fahre ja jetzt im Winter bei Salz und Regen und Schnee und von daher, wenn die jetzt einfach schon so ein kleines bisschen used ist, würde mich das auch nicht stören. Und habe dann einfach eine gefunden hier, die hat jetzt 782 Kilometer weg. Ich bin jetzt, ja, wie gesagt, noch fast gar nicht gefahren. Also ungefähr mit der Kilometerzahl habe ich sie auch gekauft. Und die ist im Juli diesen Jahres auch erst zugelassen, also Juli 2020. Und ich habe das Ding für 2000 Euro bekommen. Sieht aus wie Neustadt, nur in der Garage. Der Verkäufer hat die sich für ein Wohnmobil eigentlich gekauft zum Mitnehmen. Der hat es aber irgendwie verkaufen müssen oder hat es verkauft und wollte dann halt das Motorrad auch wieder verkaufen. Und von daher war das einfach ein, ja, echt ein Preis, unschlagbar. Ich sage, das nehme ich sofort. Die kriege ich auch nach einem Jahr oder so wieder für das Geld verkauft, falls es doch nichts ist. Und werde auf jeden Fall eine Menge Spaß damit haben. Jo. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr wisst jetzt, welches Bike ich mir gekauft habe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von so einem kleinen Mini-Motorrad haltet. Ob ihr auch vielleicht schon mal sowas hattet oder ob ihr sagt, du hast eine Macke. Warum kaufst du dir so ein komisches Ding? Würde mich interessieren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.